Ich weiß gar nicht mehr, was die Idee war. Ich bin total frustriert, wenn ich in die Politik oder irgendwas sehe und überall sind einfach alle immer nur gegeneinander. Und ich würde gerne mit Leuten anfangen, zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dann schaffen wir auch was. Dass ganz viele Leute anfangen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wirklich wollen, warum sie das tun und ob das, was sie tun, überhaupt mit dem zu tun hat, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind. Dass da ein Netzwerk entsteht und mit Netzwerk meine ich, dass es keine Hierarchien gibt. Dass sozusagen das nicht irgendwann so wird, dass da oben eine Idee steht und alle machen der Idee nach. Oder da oben stehen ein paar Menschen und alle arbeiten denen nach und das sind die Tollen, die sagen, wo es lang geht. Sondern dass jeder, sobald er dazukommt, mit dem nötigen Engagement, gleich viel machen kann wie alle anderen. Dass sozusagen das immer offen ist. Warum findest du diese Form von Bewegung total spannend und was zieht dich daran an? Dass es nicht darum geht, einen Glauben oder eine Vision oder irgendwas umzusetzen und alle müssen diese scheiß Vision machen und wir müssen jetzt unbedingt Demo machen und wir kämpfen immer dagegen und ja, wir fordern und wir fordern, sondern dass es darum geht, gemeinsam, nicht gemeinsam gegen den Feind, sondern gemeinsam mit allen, was umzusetzen, was einfach schon lange Zeit war. Und das hat, finde ich, für mich eine enorme Kraft, weil es einfach eine friedliche Bewegung ist, weil es eine Bewegung ist, die konstruktiv ist und nicht einfach destruktiv irgendwas zerstörend, immer gegen das System und zu hoffen, dass wenn man ganz lange gegen die Mauern rennt, dass irgendjemand vielleicht die Mauern anders bauen wird. Ich glaube, Fragen habe ich verdammt viele. Ich frage mich eigentlich, wenn nur mich an irgendwas fragt, wie irgendwas irgendwie funktionieren könnte und ob das eigentlich so seinen Sinn hat. Und aber ich glaube, manchmal, wenn man zu viel fragt, dann kommt man nicht voran. Ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig, einfach loszugehen und einfach zu gucken, was so passiert. Und dann aber zu wissen, ja, wir werden auch zurückgucken und werden auch reflektieren und werden dann wieder weitergehen. Und sozusagen nicht einfach zu rennen, ohne zu gucken, was passiert.